Vorausgesetzt, wir bleiben nicht im Morast stecken und versinken da drin einfach. Oder werden von irgendwelchen Fliegen tot genervt. So, du da weg. Die Viecher droppen übrigens nichts, soweit ich das weiß. So, hier rein. So. Aufsteigen, Zauberei. Dass wir einen zweiten Slot freischalten. Waffe verstärken, Drachenschild. So, jetzt haben wir schon mal unsere wichtigste Ausrüstung mal verstärkt. Ja, ich gehe mal kurz in die bodenlose Kiste. So, euch Rüstungsteile zeigen, bevor ich sie wegpacke. Also erstmal Wanderersachen. Die Kapuze eines ziellos Umherreisenden. Der Mantel eines ziellos Umherreisenden. Wandert man durch die Lande, so sind Kämpfe unvermeidbar. Durch dieser Mantel bietet einen gewissen Schutz. Also ja, er ist eine sehr gute Dex-Ausrüstung. Jupp. So, weg mit der. Diebeszeug haben wir bereits gesehen. Die Pyromantensachen. Von den Pyromanten des großen Sumpf getragene Robe. Sie wirkt ramponiert, ist in Wahrheit recht robust. Ihre Kleidung schützt sie im Hinterland, in das sie vertrieben wurden, sehr gut vor Feuer, vor Gift, Feuer und anderen Kräften der Natur. Also ja, das hier ist das Set, was man kriegen würde, wenn man als Pyromant anfängt. Stiefel aus dickem Leder. Da die Pyromanten gezwungen sind, durch raue Felder und tückische Sümpfe zu ziehen, sind ihre Stiefel enorm widerstandsfähig, mit beinahe undurchdringlichen Sohlen. Jupp. Priestersachen. Eine von Geistlichen getragene Robe, die zwar unscheinbar wirkt, aber mit ihrem festen Stoff Regen abhält und den Körper wärmt. Wer mit den Lehren der Kirche unzufrieden ist, der muss seinen Glauben auf die Probe stellen, indem er eine spirituelle Reise unternimmt. Ein Selbstreinigungsritual des weißen Pfades. Ein markanter Hut, wie nur die Priester des Weißen Pfades in Torulon tragen. Seine Aufgabe besteht darin, ihre Stellung innerhalb der Hierarchie anzuzeigen. Im Lande Lordwood ist er nahezu bedeutungslos, ja. Reisehandschuhe, die zum Priesterset gehören. Und da steht dasselbe wie bei der Robe. Siegler-Set. Die Maske der Zauberer, die Neulondo unter den Wassermassen begruben, um die Geister der Finsternis und die in die Dunkelheit in abgestiegenen vier Könige hinter einem Siegel wegzusperren. Ein Symbol ihrer Entschlossenheit, das Siegel nie mehr zu brechen und ihrer Buße für alle Geopferten. Zwei der drei gaben Neulondo jedoch ihre Aufgabe müde auf. Ja, und einen haben wir jetzt hier wohl gefunden, eine Siedlermaske. Genau dasselbe steht hier, nur eins waren die Siedler bekannt als Heiler, symbolisiert vom leuchtenden Purpur. Also ja, mit den Sieglern werden wir es später auch noch zu tun bekommen. Und das Schattenset. Von den Spionen eines östlichen Landes getragene schwarzer Stoffmantel, so gestaltet, dass er ihre einzigartige Kampfkunst nicht behindert. Die größere Mobilität geht zwar auf Kosten der Schutzwirkung, doch bietet er unter anderem Resistenz gegen Blutung und Gift. Dies hat wohl mit dem Dasein als Spion zu tun. Also ja, das hier ist eine Ninja-Rüstung. So, hier haben wir sonst nichts mehr, was wir wegpacken können. Ach ja, also doch die Maske des Sprösslings. So, waffenmäßig. So, erstmal die ganzen abgebrochenen Klingen loswerden. Göttliches Claymore brauchen wir zurzeit nicht mehr. Zweihänder können wir auch wegpacken. Eines der riesigen Rohrschwerter. Der Zweihänder muss, wie sein Name besagt, mit beiden Händen geführt werden. Jupp. Krummsäbel weg. Noch ein Krummsäbel weg. Falchion die Schneide. Ein geschwungenes Großschwert, das in mysteriösen uralten Riten verwendet wird. Das Schwert ist von furchtbarer okkulter Energie durchdrungen und absorbiert TP mit jedem Schlag. Das Iaito hatten wir schon. Schlachtermesser. Dieses riesige Schlachtermesser gehört dem kannibalischen untoten Koch in den Tiefen. Es ist mehr ein Werkzeug zur Bearbeitung von lebenden Beuteopfern als eine Waffe. Wer je dieser tödlichen Klinge gegenüberstand, weiß, wie hoffnungslos sich die Beute fühlen muss. Ja, sehr hoffnungslos. Klerikerstreitkolben.
Dieser Eisenhammer mit seinem ausladenden Kopf war die Standardwaffe der Kleriker, also nichts Besonderes. Pickaxe, also Spitzhacke. Dieses traditionelle Werkzeug ist durch den Minenwerkzeug ist durch den harten Konus des Kopfes auch im Kampf sehr effektiv. Ein abwärts geführter Schlag kann es steil zermalmen, einem menschlichen Kopf würde es nicht anders ergehen. Miesenkeule. Dieser riesige Baumast dient als Schlagwaffe. Der Angriff wird senkrecht auf die Köpfe der Feinde geführt. Ein Sprungschlag ist typisch für diese Art Waffe und, dieser riesige Holzknüppel bildet dabei keine Ausnahme. Also ja, das ist so ähnlich wie der Knüppel, den die Riesen tragen. Flügelspeer brauchen wir nicht unbedingt, um Partisane. Peitsche. Nicht für den Kampf gedacht, fast ohne Wirkung auf Rüstung oder kräftige Schuppen, aber recht beeindruckend gegen Gegner mit nackter Haut. Also ja, Sadomaso. Banzim-Beschleuniger. Beschleuniger der Verbannungszauberer, die in Neulondo eindrang, um die Geister der Finsternis und die der Dunkelheit verfallenen Könige zu bannen. Anders als andere Beschleuniger kann der metallische Beschleuniger als Waffe benutzt werden und Schaden zufügen, wenn auch nur gering. Also ja, der sieht fast schon aus wie ein Kampfspeer. Kadekus-Schild, Plankenschild, provisorischer Schild aus Holzbrettern. Bietet minimalen Schutz, kostet aber auch eine kleine Demütigung. Also ja, richtige Ironiewaffe. Nein, das Schild wollen wir behalten. Spinnenschild brauchen wir vielleicht auch nochmal. Adlerschild, also so ein römischer Schild. Ein mit Adler verzierter Großschild. Der leichteste und einfachste zu handhabende Großschild. Großschilde sind sehr robust und wehren Angriffe ab. Parieren ist damit unmöglich, so verwendet man ihn als Schlagwaffe. Also ja, so wie die Benerike-Ritter ihn auch benutzen. Und die Knochenradschilde, die wir auch nicht brauchen. So. Damit machen wir uns jetzt gleich auf dem Weg weiter. Also da, wo es wirklich weitergeht. Erstmal wechseln wir auf Lila Moosklumpen. Und hauen den mal weg. So. Hauen dich weg. Denn jetzt wollen wir wieder rüber zu diesem Spinnengebiet. Dort geht es nämlich weiter. Vergiftung, Vergiftung. Ja, sehr schön, dass wir jetzt vergiftet sind. Und den da die ganze Zeit mit uns hin und her schleppen. Glaub's nicht. So, weg mit dir. Würdest du sterben, bitte? So. Aua, und von der Fliege in den Rücken gespuckt werden. Ja, lass mich los. So. So, wieder hoch in Richtung dieses komischen Spinnenweben übersäten Lochs hier. Und einfach hier rein. Die Gegner draußen ignorieren wir. Die folgen uns nämlich nicht in Quilax-Sphäre. Wobei ich den Namen Quilax-Domain irgendwie bevorzuge. Das ist nämlich der englische Originalname. So. Entgiften und heilen. Und hier sehen wir lustige Jungs, die wir sogar anvisieren könnten. Und töten könnten. Aber die sind harmlos. Die machen nichts außer beten hier. So, ich wechsle kurz meine Waffe. So. Gehe dann weiter. Hier wartet nämlich die Nebelwand auf uns und ein Rufsymbol. Hier können wir nämlich die wilde Mildred rufen, wenn wir sie vorher besiegt haben. Und das mache ich jetzt auch einfach mal, weil der Boss hier ist auch kein Pappenstiel. Und ich möchte jetzt nicht unbedingt öfter sterben, als ich muss. Das hat man ja bei Mondlichtschmetterling gesehen. Wenn ich mich gleichzeitig aufs Reden und aufs Töten konzentriere. Zwischensequenz. Kommt ein hässliches Monster.
Ja, ein sehr komischer Boss, nämlich die Chaoshexe Quaylark. Die... au. Au, lass mich aus der Lava raus. Die mit Lava spuckt. Und die nicht wenig Schaden nimmt. Ja, wie man sehen kann. Also ja, ich wäre mal froh, wenn Mildred kommen würde, mir zu helfen. Aber die spackt da hinten an der Lava gerade rum. Wow, ja, trinken wir mal einen Schluck. Das hat jetzt gar nichts gebracht und die kommt ziemlich gut durch unser Schild durch. Mit ihrer Chaosklinge. Genau, komm her, dann schlage ich dir auf den dicken Hintern. Genau. Wir müssen aber aufpassen, weil wenn wir sie zu oft hauen, dann macht sie eine Schockwelle, die ziemlich garstig ist. Wow. Ja, genau. Beschäftige dich lieber mit Mildred. Mildred hält viel mehr, nämlich viel mehr aus als ich, wie man sehen kann. Genau, Spuck Lava. Wir verkrümeln uns. Und trinken einen Flakon. Komm her. Ja, spuck noch mehr Lava. Ist ja nicht übertrieben. Und jetzt springt sie uns einfach weg, wenn wir sie hauen wollen. Wow. Sie hat schon böse Angriffe drauf. Genau, diese Explosion meinte ich. Die kann böse sein, wenn man keine Ausdauer mehr hat. Lava spucken jedoch ist viel angenehmer. So, ja, spuck ruhig noch mehr Lava. Wenn du Lava spuckst, können wir dich nämlich töten. Genau, so. Seele Hexentochter Quaylark. Doppelmenschlichkeit. 20.000 Seelen. Und weiter geht's. So, wir haben Quaylark besiegt. Die Chaoshexe. Und wie man sehen kann, haben wir die zweite Glocke gefunden. So, ziehen wir mal. Heimatknochen. Den benutzen wir jetzt erst einmal nicht. Denn wir gehen erstmal hier runter. Und ja, man hat in der Zwischensequenz schön gesehen, wo es als nächstes weitergeht. Weil durch das Läuten der beiden Glocken haben wir den Riesen aufgeweckt, der
uns nur die Brücke hochgezogen hat. So, wir könnten theoretisch jetzt hier weitermachen, einfach hier durchgehen.